Keiner mag es zu verlieren und dennoch passiert es immer wieder. Man kommt in so einen richtig üblen Losing Streak. Man verliert das erste Spiel, das zweite, das dritte. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Tipps, wie ihr diese Losing Streaks vermeiden könnt und warum die überhaupt entstehen. Keiner mag es zu verlieren. Nicht ich, nicht ihr, nicht du und noch nicht du. Und trotzdem passiert es. Es gehört irgendwie zu dem Spiel dazu. Wenn einer gewinnt, muss einer verlieren. Und meist, ab und zu mal ist man das natürlich selber. Und wer kennt es nicht? Ab und zu mal gibt es so Phasen, da verliert man das erste Match, man verliert das zweite Match, das dritte, das vierte, das fünfte und dann denkt man sich nur, what the fuck, und ist am ragen as fuck. Gerade bei diesem Spiel ist es ziemlich leicht zu ragen wie sonst was, weil es dieses Fall... Keiner mag es zu verlieren. Das liegt in der menschlichen Natur. Wir wollen gewinnen, wir wollen etwas erreichen und wir wollen natürlich nicht verlieren. Ich erkläre euch jetzt mal, warum diese Losing Streaks entsteht, was mit uns passiert, warum es überhaupt entsteht, und ich gebe euch mal Tipps, wie ihr das überhaupt verhindern könnt. Denkt mal, jeder hatte das schon. Man gewinnt ein Match, man gewinnt das zweite, das dritte, man denkt, yeah, das geht gut voran, hab ein gutes Deck, aktuell läuft es, und dann verliert man das erste Match. Denkt man sich, ja gut, einmal kann man ja verlieren. Einmal verlieren gehört irgendwie dazu. Dann verliert man das zweite Match, denkt man sich, ja, scheiße, komm, jetzt muss ich einmal gewinnen, dann ist Schluss. Dann verliert man das dritte Match, und dann denkt man sich nur, fuck, ey, warum funktioniert das nicht mehr? Vielleicht hat man dann Glück und gewinnt das erste Match. Und dann kommt jetzt, wo der Losing Streak entsteht. Nachdem man dieses eine Match gewonnen hat, hat man so einen Gedanken, ich muss wieder zurück, wo ich drauf war, sonst ist heute ein Scheißtag. Korrigiert mich, wenn ihr falsch liegt, aber ich wette mit euch, ihr hattet schon denselben Gedanken. Ihr habt eine gewisse Trophäenzahl vorher gehabt und ihr habt die verloren und dann denkt ihr euch, ich muss wieder auf den alten Stand, weil sonst bin ich nicht zufrieden. Und da kommt der sogenannte Tilt-Effekt rein. Das ist auf Englisch Tilt und auf Deutsch bedeutet das ungefähr sowas wie Schwenk. Es beeinflusst uns innen drinne. Wir sind aufgewühlt, wir sind wütend, weil wir wollen jetzt unbedingt diese Wins haben. Wir wollen wieder den alten Stand erreichen. Und dadurch verändert sich unsere Spielweise. Wir spielen etwas schlechter, vielleicht aggressiver, nicht mehr so durchdacht wie vorher. Und dann hat man so das Gefühl, dass irgendwie alles gegen einen ist. Und wie so üblich in der menschlichen Natur versuchen wir natürlich die Schuld irgendwo anders zu finden. Der erste Fehler, den man natürlich haben kann, ist das Deck gescheißen. Vielleicht ist das Deck nicht mehr so gut, es funktioniert nicht mehr. Das zweite Ding ist natürlich Hacker oder Cheater. Der andere muss unbedingt cheaten, weil sonst hätte ich ja eigentlich nicht verloren. Die dritte Sache ist natürlich, das Spiel will mich verarschen. Das Spiel will gar nicht, dass ich gewinne. Das lese ich überall so oft, dass das Spiel angeblich einen manipuliert und dass immer einen stärkeren Gegner gibt, was natürlich sehr häufig passiert. Keine Frage, man kriegt sehr oft gute Gegner, einfach weil die von dem Trophäenstand auf dem gleichen Seite wie ihr. Aber üblicherweise liegt das daran, dass man selbst ein bisschen schlechter wird durch diesen Tilt-Effekt. Einfach, dass wir immer aufgewühlt werden, immer wütender. Und jedes Mal, wenn so ein Smiley vom Gegner kommt, denkt ihr euch nur... Ich explodiere gleich. Ich habe schon von euren vielen gehört, die ihr Handy in zwei geteilt haben. Und bei einigen bin ich mir sogar sicher, dass es die gemacht haben. Viele übertreiben natürlich. Es liegt halt, wie gesagt, schon an der menschlichen Natur. Wir wollen gewinnen. Es ist auch wie beim Jackpot. Auch im Casino. Wenn ihr in einem echten Leben in ein Casino geht und ihr setzt 50 Euro rein. Ihr gewinnt 100 Euro dabei. Ihr habt 50 gemacht. Ihr verdoppelt, habt ihr 100 Euro. Denkt ihr euch, krass geil, ich kann hier mein Geld verdoppeln. Ihr geht nochmal mit 50 Euro rein. Ihr habt 150 Euro. Ist noch besser. Fett. So, dann verliert ihr aber. Das erste Mal habt ihr verloren. Ihr habt nur noch 100 Euro. Denkt ihr euch, scheiße. Na gut, wenn ich jetzt einmal gewinne, dann kriege ich mein Geld wieder. Da verliert ihr das zweite Mal. Dann denkt ihr euch, fuck. Na gut, zweimal verlieren kann man. Wenn man jetzt noch einmal gewinnt, dann ist alles wieder okay. Dann verliert man wieder. Hat man seine ursprünglichen 50 Euro verloren. Und dann denkt ihr euch, das kann ich nicht so sitzen lassen. Das muss ich unbedingt ausgleichen. Und im Prinzip verschlechtert man sich immer nur dadurch, indem man öfter spielt. So, ich will mal nicht viel drüber reden. Ich gebe euch mal den ultimativen Tipp, wie ihr so einen Losing Stream vermeiden könnt. Macht eine Pause. Spielt nicht mehr als 3 Matches, wenn ihr verliert. Stopp. Bevor ihr jetzt auf den Dislike-Button drückt und denkt, Stan, du Hurensohn, ich wollte hier den ultimativen Tipp haben, um keinen Losing Streak mehr zu haben. Und du erzählst mich hier eine Scheiße von, ich soll nicht mehr spielen, ich werde das Spiel sowas von spielen und ich werde noch weiter abstürzen. Ich wette mit euch, viele von euch haben eine Pause gemacht bei dem Spiel und danach hat man ein paar Matches wieder gewonnen. Das Problem, wenn wir immer verlieren, wie schon gesagt, ist, wir werden immer aufgewühlter, wir werden immer sauer und wütender und wir müssen unbedingt gewinnen. Und nachdem man eine Pause macht, sagt mal ein bisschen so ab, man beruhigt sich, man spielt wieder gelassener, man spielt wieder normaler. Deswegen ist es wirklich der ultimative Tipp, ihr müsst eine Pause machen. Wenn ihr mehr als 3 Matches hintereinander verloren habt, legt das Spiel zur Seite, es läuft nicht weg. Ihr könnt es immer wieder noch holen, solange ihr eine Kiste aufmacht habt, verliert ihr sowieso nichts. Und mit Pause meine ich nicht irgendwie 5 Minuten mal eben kurz eine Kippe rauchen oder was auch immer. Macht eine lange Pause, Stunde, vielleicht sogar über Nacht mal drüber schlafen. Wenn ihr eine Kiste habt, die gerade aufmacht,
Legt das Spiel zur Seite, schlaft eine Nacht drüber. Am nächsten Tag probiert es nochmal und ich garantiere mit euch, es wird wieder besser laufen. Bei meinem Clan ist das immer so. Ich lese das so oft. Ich lese das im Forum, überall. Ich selbst hatte schon Losing Streaks, wo ich nicht aufhören konnte zu spielen. Auch, obwohl ich es weiß, wenn ich eine Pause mache, dass es besser läuft. Aber nein, dieser Gedanke setzt sich fest. Ich muss unbedingt gewinnen, sonst verkacke ich hier heute. Man wird immer saurer und saurer. Saurer ist ein komisches Wort. Und das ist gar nicht mal so leicht, auch wenn man es wirklich weiß, wie ich gerade gesagt habe. Ich weiß es im Kopf, wenn ich jetzt eine Pause mache, wird es besser. Aber nein, man macht trotzdem weiter, weil man einfach nicht aufhören kann. Man muss dieses scheiß Defizit ausgleichen, man muss diese Loses wieder ausgleichen können, sonst ist man irgendwie schlecht drauf. Aber man wird noch schlechter drauf, wenn man weiter verliert. Ich muss mich auch übelst dazu zwingen, wenn ich so einen Losing Streak habe, weil manchmal ist das echt so, ich kann nicht mehr aufhören. Ich muss weiterspielen. Bis ihr euer Handy ins Weite halt, dann habt ihr es geschafft. Nein, aber ernsthaft. Das ist wirklich der ultimative Tipp und das empfehlen auch alle Leute, die halbwegs erfolgreich in diesem Spiel sind, sage ich mal. Man will da vielleicht nicht ganz so dran glauben, da denkt man sich, ach komm, ich schaff das schon. Ich spiele ganz normal, ich habe mich nicht geändert, spiele so wie immer und trotzdem verliere ich. Das muss halt irgendwas mit dem Spiel zu tun haben. Aber es ist halt so wirklich, dass man sich verändert, die Gefühle ändern sich, man spielt anders. Es ist halt irgendwie komisch. Man kann es sich nicht erklären, aber man fühlt es ja trotzdem irgendwie. Man verliert öfters als sonst. Wie gesagt, macht eine Pause, wenn ihr einen Losing Streak habt. Zwingt euch dazu. Zwingt euch dazu. Der eigene Geist ist, sage ich mal, schwächer als das Fleisch. Oder was, wie auch immer man das sagt. Auf jeden Fall, es ist schwieriger aufzuhören, als man denkt. Und so könnt ihr Losing Streaks echt vermeiden. Man wird vielleicht immer noch verlieren. Vielleicht verliert man eins mehr. Aber man ist auf jeden Fall nicht mehr so angepisst, weil man diesen alten Trophäenstand nicht hat. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, dadurch ein bisschen vielleicht euren Losing Streak zu vermeiden. Oder vielleicht wisst ihr jetzt auch, warum es entsteht. Wie gesagt, es ist alles Kopfsache. Muss man Pause machen, dann läuft es wieder besser. Schreibt mal eure Erfahrung rein. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr hattet schon genau die gleiche Erfahrung wie ich. Hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert mich, wenn ihr keine weitere Clash Royale Folgen verpassen wollt. Ihr könnt natürlich hier oben rechts auf das i klicken. Dort findet ihr weitere und gebt mir Flosse.